Schauen, wo wir da landen. So, Tür Nummer 7. Okay, wir müssen die Pumpenräder umstellen. Das machen wir dann hier wohl. So. Okay. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Da ist eine Lücke. Ich hatte mich gerade nämlich gefragt, warum man das wieder loslassen kann. Das hat sich jetzt gerade so... Hey, Platsch! Ich bin schon durch viele Gewässer geschwommen. Keins war so kalt wie dieses. Okay. So, Pumpenräder haben wir umgestellt. Da können wir, glaube ich, auch gleich durch. Ich bleibe jetzt aber mal an der Oberfläche. Ich habe hier so gar nicht so ein gutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. So, kann man hier raus. Ja, kann man. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er das nicht hätte können. Ein altes Ausgleichsbecken. Finde heraus, wie du zur Plattform auf der anderen Seite gelangen kannst. Ach, die Plattform meint die? Okay, ich habe schon gedacht. Was meint sie jetzt? Da, was liegt da? Ich glaube, da ist ein Medischock, ne? So, können wir denn hier noch weiter? Mal gerade gucken. Ja, ich kann natürlich mit Waffe in der Hand schwimmen. Ich möchte die eigentlich wegstecken. Kann ich jetzt gar nicht, ne? Damit ich wieder schneller schwimmen kann. Ich glaube, das macht er, wenn man auf Messer geht, ne? Dann, ja, genau. Mit Messer kann er nämlich schwimmen. So, was ist denn hier noch? Ah, guck an! Goldene Kelle haben wir gefunden. Das finde ich ja geil. Ich gucke mich immer gern um hier bei sowas, weil man übersieht schnell was. Haben wir ja gerade schon gesehen. So, hier kann man wahrscheinlich... Ja, das ist, geht nur einmal drumherum. Da brauchen wir also nicht hin. So, wie gesagt, auf dem Messer bleiben und dann sollte das gehen. So, dann schauen wir mal nach so einem Mechanismus. Ich denke mal da oben, da die Leiter nach oben, da war, glaube ich, sowas. Mein Gott, ich komme mir vor, wie... Das ist total lahmarschig hier. Mit dem Schwimmen. Das macht hier nicht so viel Spaß, muss ich sagen. Also bei Tomb Raider zum Beispiel macht es mehr Spaß. Ich meine, gut, im aktuellen Teil kann man nicht schwimmen, aber ich finde es bei Tomb Raider eigentlich immer cool, unter Wasser zu schwimmen. So, können wir denn hier nicht... Doch, hier kann man hoch, ich wollte schon sagen. Was wäre es ja noch. So, hier nochmal hoch, alles klar. Ja, das ist ein Medischock, oder? Ich glaube, oder eine Rüstung, irgendwie sowas. So, irgendwo müsste hier ein Ventil sein. Ah ja, die schickt uns jetzt die ganze Zeit die Tagesbucheinträge. Ich guck mal, ob ich die gleich noch abspiele. So. Ja, er lässt von selbst los. Okay, okay, so. Tagebucheinträge, wo, genau. Das Regime hat die Polizei... Ich möchte eigentlich erstmal Teil 1 hören, so. Ich bin erst 3 Tage wieder zu Hause und jetzt hat das Regime unsere Stadt besetzt. Sie haben Jakub Brzeg ermordet. Kopfschuss. Sein Pferd war ihnen im Weg. Er hat mir das Küssen beigebracht. Ich muss etwas unternehmen. Okay, die sind immer nur ganz kurz. Dann können wir die auf jeden Fall mal gerade durchhören. Das Regime hat die Polizeiwache übernommen. Sie fragen in der Stadt nach freiwilligen Helfern. Ich werde mich melden. Ich werde einen Weg finden, sie zu töten. Okay. Ja, wenn das immer nur so kurze Schnipsel sind, dann kann man die, können wir die uns ruhig mal anhören. Das jetzt natürlich eine Stunde Beitrag wäre, dann würde ich es jetzt nicht machen. So, Wasser ist da. Dann müssten wir eigentlich jetzt rüberkommen. Und es ist hier zu ruhig. Es ist zu ruhig, definitiv. Also ich habe die Vermutung und die Musik kündigt es an. Es passiert mit Sicherheit gleich noch was. So, dann gehen wir mal wieder auf das Laserkraftwerk. Sehr gut, William. Im letzten Bereich musst du schwimmen. Du hast die Katakomben fast erreicht. Ja, ich frage mich nur gerade, ja, aber wenn ich da drauf springe, dann ist die Tür nachher zu und ich habe nur Leben verloren. Das möchte ich eigentlich nicht, weil das ist dem, glaube ich, wieder zu hoch.
Nee, wir springen direkt rein. Mit 11 bin ich über den Fornisee gekarrt, war einer Wette um Zinnsoldaten. Aber der war nicht so dunkel. Ich möchte bitte... Warum kann ich nicht auf den Feuermodus wechseln? Ich möchte diese Mine da vorne wegräumen. Ah, die können wir losschneiden. Gut, 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 gut. Na komm. Ah, der wackelt hier aber auch so hin und her, weil hier Strömung ist. Moment. Gleich ist es leer. So. Explodiert die jetzt? Ich will es ja nicht hoffen. Oh, ich müsste mal wieder an die Luft. Das wird schon schwarz hier. Okay, ist sie jetzt explodiert? Anscheinend, aber das war ja... Okay, eine ganz lasche Explosion. Der Tunnelgleiter. Ja, wie war das eben? Aufpassen, dass wir nicht aus den Augen verlieren. Warte mal eben. Ich glaube, wir müssen die Minen wegschaffen. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Oder? Ich bin mir unsicher gerade. Müssen wir die in die Luft jagen? Die schwimmt da rein. Okay. Ah, Moment. Ich glaube, die sprengt uns da vorne frei. Kann das sein? Wenn die hier durchschwimmen. Da vorne war ja alles voller Geröll. Ach, nee, Leute, komm. Bin ich hier festgebackt. Wenn die jetzt da hinten ankommt, sprengt die uns, glaube ich, frei. Da ist doch zu. Da können wir mit dem Tunnelkleider hier durch. Kann das sein? Ja, sehr effektiv, die Explosion, muss ich schon sagen. So, ist hier noch irgendwas... Ist hier noch was? Können wir hier durch? Nein, da können wir nicht durch. Da ist auch zu. Okay, dann holen wir uns mal den Tunnelgleiter. Den hatten wir ja irgendwo hier... Irgendwo gelassen. Mein Gott, hier kommt ja ein Tagebuch nach dem anderen. Ich werde die gleich einmal einfach am Stück anhören. Wenn sie alle da sind. Für 32 bin ich durch die Abwässer unter Totenkopflabor X geschwommen. Aber die war nicht so schmutzig. Ja, da kann ich mich, glaube ich, sogar noch dran erinnern. Das war, glaube ich, bei Return to Castle Wolfenstein. Labor X. War es das? Ich glaube, ja. Entweder war es da oder in dem nächsten. Aber ich glaube, Labor X war bei Return to Castle Wolfenstein. Bin mir nicht ganz sicher. Kann sein. Ah, sehr gut. Enigma-Code-Fragment. Können wir die eigentlich... Ne, wir können das nur mit dem Laserschneider machen. So. Ich hoffe, wir gehen noch richtig, aber das Spiel hat gerade gespeichert, also wird es wohl so sein. Da können wir runter. Da kann man auch runter. Hoppla. Okay, das... wo bin ich denn jetzt? Bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich wollte eigentlich gar nicht darunter. Mit 19 bin ich in den Brunnen hinabgetaucht, um Vaters Uhr zu finden. Aber der war nicht so tief. Mein Gott, in welchen Gewässern der überall schon war. Der hat ja fast zu jedem Abschnitt was zu sagen hier. Bin ich jetzt wieder zurück? Warte mal. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt hier. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Wir sind hier wieder gelandet. Okay. Ach so, da kann man... Ist ein Rundkurs. Oh, hier liegt noch eine Akte, die nehmen wir natürlich mit. Alles klar, okay. Also wir sollten nicht da reinfallen, weil da kommen wir nur wieder hier hin. Das ist, Mist. Also ich hoffe, dass wir das gleich hinter uns lassen können hier. Das ist ein bisschen nervig gerade hier in diesem Kanalisationsbecken hier. Man kommt nicht schnell voran. Und erschossen haben wir auch noch keinen. Also nicht, dass ich jetzt zwingend jemanden erschießen müsste hier in dem Spiel, aber... Gerade ist es ein bisschen eintönig. So, gut. Na? Also hier wieder durch und nicht darunter fallen und dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Wayne,
Höhe. Direkt über dir liegen die Katakomben. Es gibt dort einen Aufzug, der dich direkt ins Waffenlager bringt. Sehr gut, dann haben wir da den Aufzug. Den werde ich auch gleich direkt nehmen. Ich möchte nur nochmal hier schnell reingucken. Ne, da sind wir reingefallen. Hier will ich dann... Will ich da hin? Komme ich dann wieder nach oben, oder... Ich weiß nicht, wo wir da landen. Ich lasse es aber erstmal. Wir fahren jetzt erstmal im Aufzug nach oben. Wir müssen wahrscheinlich sowieso wieder zurück hier nachher. Dann können wir das immer noch machen. Ach so. So kriegen wir Strom. Aha. Sehr gut, Captain Blaskovic. Sie sind nun im Waffendepot. Dies ist Phase 2 des Plans. Zugang zu Sets unter Wasserversteck zu erhalten. Im Munitionslager gibt es einen Güterzug, der voll beladen ist. Handfeuerwaffen, Artilleriegeschosse, Torpedos. Alles, was das Regime für die Versorgung seiner Streitkräfte braucht. Diesen Zug werden sie kapern. Die Handfeuerwaffen sind für unsere Kämpfer. Aber das eigentliche Ziel sind die Torpedos. Damit können sie ein U-Boot des Regimes übernehmen. Doch alles der Reihe nach. Kapern sie zuerst den Zug. Gut, also Zug kapern. Alles klar. Und fahre damit von dort nach Norden, zum verlassenen Bahnhof. Unsere Leute werden an der Station auf dich warten. Klaus hat dann weitere Informationen für dich. Gut, gut, gut. Dann wissen wir schon mal Bescheid. Jetzt ist nur die Frage, wo es weitergeht. Ich habe jetzt gerade hier... Warte mal. Oh, der kommt aber auch nicht die kleinste Kiste hoch hier, ne? Das ist faszinierend. Muss ich hier vielleicht noch mit dem Aufzug fahren? Nein, ich muss eigentlich nur hier durch, oder? Hier ist aber zu. Und wir haben eine Verbesserung gekriegt. Stroboskop stand da gerade. Das finde ich schon mal sehr geil. So, hier hängt eine Ladestation. Die hängt da nicht ohne Grund. Ach, ich bin doch doof. Ich bin doch doof, das kracht. Echt, ohne Mist. Wir haben schon so lange keine Gitter mehr aufgeschnitten. Ich habe ja voll vergessen, dass man das machen kann. So, zack, hier durch. Dann laden wir schnell nochmal auf. Ja, mit dem Stroboskop, das finde ich jetzt geil. Ich muss das gleich mal ausprobieren. Ich hoffe, wir kriegen gleich mal irgendwas vor die Linse. Dann probiere ich das direkt mal raus. Mit der Reflexion ist ja auch schon sehr geil eigentlich. Dass, wenn man auf den Boden schießt, der Strahl abgelenkt wird. So, ich hoffe, dass wir jetzt hier gleich keinen Zug... Ach du Scheiße, okay. Ich habe gerade noch gesagt, ob wir jetzt gleich mal auf Gegner treffen. Und hier haben wir schon direkt Generäle. Das finde ich ja sehr lieb. So, mal gucken, ob wir hier wieder sneakend vorangehen oder ob ich hier losbreche. Hier ist erstmal überall nichts. Okay. Dann würde ich sagen, wir haben auf 53 Metern Signal. Das ist dann irgendwo hier vorne wahrscheinlich. Ich gehe mal hier... Können wir hier runter? Ja. Dann werden wir wahrscheinlich am wenigsten gesehen. So, 24, 22. Wir gehen direkt drauf zu. Der kann ja dann nur irgendwo vorne sein. So, endlich mal ein bisschen Action hier. Ist er das? Nee, das ist er nicht. 7 Meter. 8 Meter. Okay, wir sind entfernen uns wieder. Also dann steht der irgendwo... Ah, da ist er. Ja. Schon klar. Der müsste eigentlich jetzt genau über uns sein, oder? Wo? Ach, da. Was ist das? Ich bin das. Ich bin dein Tod. So, ist geradezu perfekt hier, dass der jetzt hier runter geht. Na komm. Und tschüss. So. Jetzt haben wir noch einen auf 18 Meter. Wenn wir Glück haben, laufen die hier Patrouille. Dann können wir die eigentlich ganz leicht ausschalten. 6 Meter, 5 Meter. 5 Meter, 6 Meter. Ah, wir entfernen uns wieder. Ja, der ist irgendwo da wahrscheinlich. Mal gerade gucken. Eine Wache war ja hier auf jeden Fall. Da. Ah, verdammt. Ah, scheiße, okay.
Das war jetzt doof. Ich habe nämlich gedacht, wir könnten... Hey, stirb doch mal. Gut, Verstärkung kann er jetzt zumindest schon mal keine mehr holen. So. Die tolle Dubstep-Musik verrät uns, dass wahrscheinlich noch welche in der Nähe sind. Was kann man denn hier machen? Okay, hier können wir irgendwas aufmachen. Ah, da hinten. Hä, was? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Da schreit er schon verdammt. Ach, da unten ist auch noch einer. Oh, oh. Habe ich denn noch eine andere Waffe? Ah, ja, doch. Ich habe ja noch. Ich habe ja noch ein Messer. Huch. Alter. So, warte mal. Ich habe noch Pistole. Was habe ich denn sonst noch? Ich habe nur die Pistole. Na, super. So, erstmal hier in Deckung gehen. Bevor ich mich hier abschießen lasse. Da habe ich natürlich keinen Bock drauf. Ach, hallo. So, die haben doch bestimmt hier Gewehre oder irgendwas für mich dabei. Ja, natürlich. So. Und das wurde mir auch in die Kommentare geschrieben, dass, wenn man mit der linken, mit der rechten Waffe schießen will, muss man auch die rechte Maustaste drücken. Ich habe nämlich immer bei der doppelten Waffe nur mit der linken geschossen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und es ist wirklich so, wenn ich jetzt rechte Maustaste drücke, schieße dann mit rechts. Ansonsten mit der linken. Ich meine, das macht ja auch Sinn, ne? Aber das war mir gar nicht aufgefallen beim ersten Mal. So, wo ist denn hier noch einer? Hä? Wo war der denn? Moment mal. Ach, da! So. Ich könnte noch ein bisschen Rüstung gebrauchen, bevor ich weitergehe. Ansonsten haben wir, glaube ich, erstmal alles. Aber irgendwo sind noch Gegner. Ah, hier ist noch ein... Achso, ich habe keine Energie mehr, ne? Oder hat er sich jetzt wieder ein bisschen aufgeladen? Der lädt sich ja bis zu einem gewissen Grad immer auf. Ah, verdammt, ja, okay. Oder? Reicht das? Ja, reicht. Ach, eine Granate. Naja, okay, besser wie nichts. Tesla-Granate nehme ich natürlich sehr gerne. So, dann gehen wir erstmal wieder auf die Waffe hier. Ne, ich glaube, das war's, ne? An Gegnern. Ah, hier können wir aufladen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Das nehmen wir uns noch mit hier. So. Und bevor wir jetzt den Zug kapern, werde ich an der Stelle nochmal eine kleine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns dann, wie immer, entweder gleich wieder oder in der nächsten Folge. Bis dann. Boom, 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 boom. Ich schieß dich einfach ab. Leg dich einfach flach. Nimm dich mit zu mir. Steck dich in mein Haus. Boom, 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 boom. Ich schieß dich einfach ab. Leg dich einfach flach. Nimm dich mit zu mir. Steck dich in mein Haus. Boom, 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 boom. Ich schieß dich einfach ab. Leg dich einfach flach. Nimm dich mit zu mir. Steck dich in mein Haus.